Pi. Then we start this game. Tank first started. No. Fensteraufnahme. WOT, wo bist du? World of Tanks. Where are you? But in the future, maybe I play also other games. I have 2 or 3 games who I don't have played since buying. But it's not enough time to start a new game. Maybe tomorrow. Check out a new game. Let's look if someone is on Discord. Can start with this. Then we level some coins. Foxy Zoo, hello. Hallo. Da ist er wieder. Soll ich dich einladen? Schon hochgefahren? Ich warte gerade noch. Okay. Gerade noch ein anderes Game fertig gezockt. Deliver Us Moon. Oder Deliver Us the Moon. Ich spiele momentan, habe ich wieder angefangen, habe mir einen eigenen Server geholt. Life is voll da. Ah, okay. Ich glaube, das habe ich auch. Und da habe ich das Gefühl, das macht auch nur Spaß, wenn man das mit mehreren zockt, so wie bei Ark. Graf, hello, welcome.
Denk mal so 1,5 Stunden vielleicht. Mal sehen. Wenn Spaß Das macht, haben wir vielleicht auch auch. länger. Müsste dich schon eingeladen haben, müsste irgendwo blinken. Ja. WOT1 Server. Ui, das wird ekelhaft. Schön auf den TryHard Server. Ach, das wird schon. Müssen wir uns halt mehr Mühe geben. Oder nur die kleinen Levels fahren, wo mehr Noobs unterwegs sind. Also ich will ja nicht sagen, dass bei 8, Level 8 plus nicht auch Leute unterwegs sind, die nicht wissen, was zu tun, aber weniger, sage ich mal so, ne? Leute bei T10, die keinen Plan vom Leben haben. Naja, aber deutlich mehr bei Tier 5, ne? Also da kannst du schon davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte keine Ahnung hat. Manchmal ist doch Glück, natürlich. Dass er ein So, gutes, die skillige 6er. Team hat. Warte mal, ich aktiviere noch so eine Reserven. Und die mit der freien Erfahrung nur für die Gold-Tanks, meinst du? Yes, also für alle Panzer, die du auf Elite hast oder halt Premium-Fahrzeuge. Halt alle, die freie EP einfahren. Okay, dann habe ich plus 2 aktiviert. Finde ich geil. Erstes Gefecht, Rotiergefecht. So lobe ich mir das. Wargaming wieder in Glanzzeiten. War klar. Die Gegner haben einen 6er Heavy. Das wird ja lustig. Glück ist der wenigstens scheiße. Ja, mal gucken, was ich treffen kann. Gibt ja nicht viele Spots, die man hier mit Adi bearbeiten kann. Wenn du stehst, kannst du dich umpositionieren. Deiner Stelle würde ich mich eher hier oben rechts erstmal hinstellen, wo ich gerade dran vorbeifahre, und dann später umpositionieren. So ein bisschen nach der Map richten, weißt du? Ich hab schon mal versucht, den Safe Call, ersten. ich krieg der sowieso welche in die Rüstung geknallt, wenn ich hier vorbeifahre. Das kann sein. Ich bin der einzige 6er Heavy. Was ja bloß nicht gesehen werden. Stehe nicht ja sonst auch immer hinten auf die andere Seite und warte nur darauf, dass die alle langfahren. Das ist vielleicht bloß nicht so aggressiv. Du bist nicht gerade. Rottier, deswegen immer Vorsicht. Oh, bleibt der hängen und trifft den eigenen. Mason Damen, hallo. Aiden, hallo, willkommen.
Endlich treffe ich mal wieder einen. Wo kommt der denn her? Das ist auch von hinten, ne? Ja, sieht gut aus, 8:3. Den Defender haben sie auch schon geknackt. Der IS kriegt auch gleich Packung. In der Mitte. Oh, ein dicker Max. Kommt der denn her? Er ist für mich hinterm Berg. So richtig hinterm Berg. Good shot. Ja, der will sich unser Schutzwagen holen. Schafft er auch noch. So. Bloß Vorsicht, der hat schon ganz schön viele von uns auseinandergezimmert. Komme ich jetzt nicht mehr ran, ne? Oh, alles gut. Wir cappen auch. Nun ja. Der Cap wäre jetzt unnötig, ich hätte ihn noch bekommen. Was halt lustig ist, weil er ein Achter ist. Zweiter Tagesauftrag erfüllt, cool. Den hätte ich noch so einen da. Okay. King Tiger. Ich muss ja sagen, das ist das zweite Mal in meiner World of Tanks Laufbahn, wo ich Berlin spiele. Ich hab keinen Bock mehr.
siehst du, deswegen spiele ich ungern auf EU1, Alter. Guck da, immer 7 gegen 9. Ist klar, schon das zweite Load hier gekriegt. Hm. Ich meine, gegen 8er, ja, okay, meinetwegen. Aber mit dem 6er geht das noch halbwegs mit von uns. Aber gegen 9er, dann gegen fucking gegen 2. Da komme ich jetzt mit meinen 9ern nicht durch den Turm durch. Das ist halt ekelhaft. Hm. Du kannst einfach da lang fahren, wo halt eben nicht normalerweise, wo halt eigentlich die Mittelpanzer normalerweise stehen. Nee, ich werde mich auch versuchen, jetzt. Nee, ich zeig dir. Nee, komm mit. Das finde ich auch gut. Da stehe ich aber auch mal mit meinen TDs und so. Also, ich werde mich auf jeden Fall enorm zurückhalten, weil. Ja, du musst einfach nur 15 Meter Radius einhalten, gut mit dem Busch spielen und easy cut bei der holst du deine 4000 DPS. Hast du gerade 4000 gesagt? Yes. Wenn vorausgesetzt da sind, können die Gegner. Kann man sich eigentlich noch gegenseitig schieben? Ja, vorausgesetzt man ist nicht zu schwer. Boah, Alter, was ist dein fucking Problem, ey? Oh Gott, ich hasse es echt nicht. Ach, zu dumm für sein verficktes Leben. Genau, Fluche. Soll ich dich ein bisschen schieben? Hier mit dem Busch meinst? Da hinten, wo der Leo und so steht, da kannst du hinfahren. Da hinten? Mhm. Oh mein Gott, so weit noch? Ja, das wäre gar nicht so weit. Soll ich vorfahren? Ne? Halte ich möglichst weit links. Normalerweise fahre ich immer hinter den Häusern lang, aber ich will diesmal ausprobieren, ob es vorne bei den Häusern auch klappt. Ne, die meisten sind ja so und so oben, wie du siehst, ne? Da ist ein Udes. Hallo Udes. Ugetto. Fahr nicht zu dicht an die Büsche ran, immer so 15 Meter Radius. Also so, dass du nicht durch den Busch durchgucken kannst, weißt? Wenn du dann nämlich schießt, dann gehen die Büsche nicht auf. Mit anderen Worten, du gehst nicht auf. Na dang. Und? Gespottet worden? Noch nicht. Siehst du? Weil 15 Meter Radius einhältst. Ja, wenn der Komet 450 Meter weg ist, dann sieht er mich auch nicht, ne? Und da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, Komet hat eine gute Aufklärrate. Ja, aber 450 Meter, sag ich mal. Na los, komm hoch, Ulis. Kannst du nur mit einem großen Scherenfernrohr eigentlich hinkriegen. Ein 3 zu 4 irgendwie. Aber wir können das jetzt nicht rumreißen. Wir sind zu klein dafür, glaube ich. Yes. Sonst würde ich sagen, wir müssen irgendwas machen, aber weil wir so klein sind, glaube ich, das hat unser Verderben, wenn wir jetzt. Ist ja, da kriegt er schon, der Leo. Ja, genau. Deswegen guck mal, wo ich hier stehe. So, hier kann ich, hier werde ich nicht gespottet. Ich fahre zwischendurch immer so einmal so ein Stückchen vor, weil dann meine Aufklärrate höher wird. So, und dann fahre ich wieder ein Stück zurück. Also ich spotte, schieße aber nicht. Ich schieße erst, wenn ich halt durch die Büsche durchgucken muss. So wie du da zum Beispiel stehst, kannst du schon sehr leicht gespottet werden. Da bin ich sehr vorsichtig. Es sei denn, du hast halt Doppelbusch, was wir hier aber nicht haben. Doppelbusch ist gut. Die sind jetzt schon oben fast rum. Oder ich habe einen gespottet. Jetzt bin ich zu sehen. Munitionstreffer. Oh, fahr ein Stückchen zurück. So ein bisschen unter den Hügeln, ne? Oh, ich versuche ihn nochmal aufzumachen. Da. Ja,
Oh, da kriegst du aber auch schon ordentlich. Ja, TDs. Only TDs. Jo. Ach da, Neuner. Da standen alle TDs, alle. Und ich hab von allen aus Maul gekriegt. Das ist es halt, 9er TDs interessiert eine 8er und 7er nicht wirklich, was sie an Panzerung haben. Links, Gutes. Links, Gutes. Jetzt hat er dich gespottet. Er dürfte dich nicht gespottet haben, wenn du 15 Meter Radius anhältst. Hol den Udes weg. Hol den Udes erst weg. Komm ich nie ran. Wo ist er? Da. Der Udes. So, jetzt rechts sind T29. Emil. Ich habe auch gerade auf Emil 2 hat auf mich geschossen und mich zerstört. Ja, nein. Ich wollte die M12 oder was da gerade zerstört wurde, die wollte ich gerade abschießen daneben. War auch nur so ein. Entweder die Arti oder war ein Jagdpanzer, aber ja gut. TD. Kaum Chancen gehabt, aber das Beste draus gemacht. Und wenn ich Zweiter von den Punkten her bin, dann hat das schon viel zu sagen. Dann war das Team auch nicht besonders. Trotzdem waren wir im Loser-Team. Weil ich bin selten Zweiter von den Punkten her. Ha, letztens mit den Runden wurde mir was auch auf einmal Zweiter, sogar mal Erster. Und können wir die Kleister wechseln, please? Schon nicht mehr feierlich. Schon wieder 9er Mäuschen. Ja, nee, ist klar. Schafo Tour 4. GG. Die mich vergraben, ey. Hm. Ja, schwierig, also ne? Spielt schon King Tiger, schon eine exzellente Panzerung. Dann kommen halt die 9er und denken sich, was für Panzerung. Und drücken die 2 und sagen, das geht überall durch. Ach, die müssen nicht mal 2 durch. Die kommen schon mit 1 und sie kommen mit 1. Naja, stimmt ja. Die sind halt 2 Levels höher, ne? Oder, ja, Tiers. Ja, das Miese ist halt, ab 8 fängt High Tier an. Und also mit anderen Worten, wir sind noch Low Tier. Bitte bleib ich da hängen, what the fuck. Also wir sind noch Low Tier. Und 9er, ja, ich fahr gerne 9er, hat Gründe warum. Wenn man dann schön 7er abschmatzen kann, ne? ja, das nicht unbedingt, so, aber erstens, das kann halt sehr gut passieren. Die 8er sind jetzt halt auch nicht unbedingt die Mega-Gegner. Die 9er kommst du halt auch gegen klar. Abends hast du halt mal 10er, okay, dann ist mal ein bisschen brenzlig, aber du kommst halt gegen die 10er klar mit dem 9er. Hm. Das ist jetzt nicht so, wie wir 7 haben. Und 11er gibt's nicht, also bist du da schon mal auf von erst. Mhm. Hö, wer sieht mich denn hier? Alles. T20 von links. Turret ist got stuck.
glaube, die kommen ja alle durch, hey. Unser T28 fährt mitten rein. Leute, das Mäuschen ist weg, das ist jetzt unser Zeichen. Vielen Dank. Boah, Critical Hit. Und nichts passiert. Dang. So geht das. Boom, boom, boom. Ja, wir sollten vielleicht zurückfahren. Ich boxe ja los. Wir kommen da bestimmt hier bei C3 oder so durch. Such mir schon mal einen Busch, um die zu empfangen. Bei 10 zu 5 kommt doch schon einer. Hellcat, ich weiß, wie ich mich anwinkeln muss. Und boom. Boom, 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 ich boxe gerade. No cap, no cap, no cap, no cap. Er rammt ihn tot. Wir rennt. Und ich lebe noch. Das ist das Wichtigste. Genau. Die Siebener triumphieren über die Neuner. David gegen Goliath. Candy, willkommen.
glaube, wenn wir jetzt zum zweiten Mal bewiesen, können wir jetzt mal bitte nicht zwei Tierstufen über uns kriegen, danke. Guck mal, was nehmen wir denn? No cap, no cap, no cap, no cap. Der hier könnte noch einen Sieg gebrauchen. Hess 95, welcome. Ja, sie, noch ein Gegner. Ach du Scheiße. Was? Noch ein Gegner? Was? Noch ein Gegner oder was sagtest du? Noch ein Siebener sagtest, ne? Ja, ja, noch ein Siebener. Ich hab Gegner verstanden. Noch einen. Ja, ich muss nur irgendwas machen. Sorry. Xianlin, congratulations. Was ist los, Shadi? Ja? Kein Bock auf Neuner oder was? Ja, ich? Warum? Ich hab keinen Neuner, außer Arti. Ja, weil diesmal nur Achter als Gegner. Was ist los? Ich dachte, du wolltest heute Try haben. Ja. Ja. Ja, schade, ne? Ich meine, umso mehr Punkte kriegst du ja auch, wenn du irgendwie seitlich einen Neuner erwischt, ne? Naja, wir haben ja ganz andere Rüstungswerte, ne? Also, naja, aber seitlich hast du eine klar, Chance. Wenn du den natürlich öfter triffst und wir sagen jetzt mal, du überlebst die ganze, den ganzen Kladderadat, dann ja. Deswegen, also am besten nicht in vorderster Front stehen. Achter. Ich bin happy, ich muss in vorderster Front stehen. Achter sind ja auch schon heftig. Progetto 46. Ja, Hotchkiss. Los, Hotchkiss. Spotte irgendwen. Du nutzloses Tier. Er kriegt schon Packung, jetzt ist er weg. Stand er da total nutzlos. Ja, du weißt doch, wie die Elobots sind. Hm? Halt denn niemand den T20 da hinten auf? Was ist da denn kaputt? Ja, komm mal, er gibt mir... Was? Boah, ich hab den noch nie getroffen. Also, nee, ganz ehrlich, wie geht das? Er schießt mir vorne in die Kette, von rechts seitlich, trifft aber mein Treibstofftank, der hinten ist? Hä? Ja, gute Frage. Nächste Frage, ne? Das ist die Magic Bullet. Vor allem, er schießt mir halt mit einem normalen AP vorne seitlich in die Kette, drückt mir aber 300er Kellen. Denkt mir halt aus nur so, Digga, du triffst nichts Wichtiges.
Na, vielleicht bin ich dem Type 59, da bin ich nochmal eine gute Deckung. Er schiebt dich auch immer ein Stück vor, ne? Ja, er hat halt eine gute Turmpanzerung. Ja, ja. Da sind schon viele dran gescheitert, ich kenne das. Das ist ein cooler Panzer eigentlich. Ist auch mal wieder hart lächerlich, ne, dass er besser gepanzert ist wie ich, obwohl ich ein Heavy bin und er im Mittel. Ja, ich denke auch, das liegt an der Form. Die Wanne ist wie Butter, ne? Die Wanne ist wie Butter, ja. Aber ganz ehrlich, bei den meisten Heavys ist selbst der Turm so weich. Boah, warum fällt die Mumpel ab? Jetzt kommt der Progetto raus und das Ding fällt nach unten. Mann. Einmal hat man eine Chance, auf den zu schießen und dann sinkt die Mumpel ab. Erwischt! Hahaha! Da guckst du. Hat der Typ 59 auch seinen Teil getan, er hat ihn gespottet. Nicht nur das, er hat auch drauf geschossen. Ihr habt den beide zerstört. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast den Kill bekommen, aber ne? Ja. Da hat er eine Sekunde eher drauf, geschossen. BTW, du stehst ja auch weiter hinten, ne? Längere Flugbahn und so. Komm schon, lade! Boah, daneben, wie geht sowas? Lade, komm schon! Oh, ist ja wieder außer Sichtweite. Das sieht mal richtig aus, ja? Ich glaube, das gewinnen war. Könnte ein Sieg werden. Leider wurdest du ja durch die Magic Bullet zerstört. Das verstehe ich halt auch nicht, weil der Schuss nach vorne rein trifft man Treibstoff dann. Der ist laut, Alter. Hast du ein Feuerlöscher bei? Oder fährst du mit Ration? Nee, er hat mich nicht in Brand gesetzt. Er hat einfach in den Motor geschossen. Und der zweite war halt ein Amorek dann auf einmal. Und das, ich hätte mit HE hätte ich es vielleicht noch irgendwo verstanden, aber. Oder mit Heat, aber er hat mit AP und APCR geschossen. Er hat nicht mal mit APCR, er hat mit AP geschossen. Ich meine, das gibt so einen Perk, dass man kritische Treffer machen kann, ne? Ja, aber. Na komm. Aber auch bitte realistische kritische Treffer, ja? Wenn ich den frontal in den Turm schieße oder ich schieße die Cannon kaputt oder so. Aber doch nicht, ich schieße dir vorne seitlich in die Kette, was eigentlich nur ein kritischer Treffer auf die Kette wäre, schießt dir aber gefühlt alles kaputt. Tschüss, Type 59. Na komm, geh da hin und Rushi so. Rushi. Nee, ich warte jetzt. Die kommt schon bestimmt alleine. Ich stehe hier hinter meinen Busch. Da sind zwei Stück. Die suchen die andere. Rush die einfach weg. Den HP Damage tankst du weg. Nee, ich schieß erstmal daneben. Jetzt fahr einfach hin und Rush die, ja, siehst du? Als den Kill haben kann. Hab's dir gedacht, Rush die weg. Zuckerbli! Rush B! Gewonnen! Überlebenheitsabzeichen dritter Klasse. Gab wieder auch ein paar Punkte. Können wir uns die Funke erforschen? Super. Ach nee, den Motor. Alter, du mit deinen Siebenern.
Hallo in die Eisbärenhöhle, wie geht's dir, Eisbär? Ja, ich hab halt so viele Siebener noch, ne? Und wir wollten ja. Das ist erst mein letzter Siebener, den ich noch hab, auf den ich noch einen Win benötige. Danach fahren wir Neuner, dann packe ich meine Artis aus. Ja, wir können auch Flieger fahren oder whatever, was immer du willst. Nur keine Siebener mehr. Ja, auch ganz gut, danke der Nachfrage. Ich habe eben noch so ein Spiel, Deliver Asimone oder so. Gerade noch fertig gespielt. Gar nicht schlecht. Space Game war im Angebot. Dafür kann man da zocken. Oh, die hätte ich jetzt gerne mit meinem neuen Standard B gehabt. So. Ja, das ist saftige Runde geworden für mich. Also ich fahre nach links, ne? Ich fahre nach hinten. Ja, also wenn das so im Angebot ist, lohnt sich das voll, finde ich. Für normalen vollen Preis vielleicht nicht unbedingt, aber das war ja im Angebot. Man hat das richtig günstig gekriegt. Ach, wo schieße ich denn hin? Mensch, schon wieder neben mir geschossen. Guck mal, da sieht man mal Tomato zu, ne? Man sieht so Tomato zu. Gibst du einen schönen Spot für sie als Jagdpanzer, wo stellt er sich hin vorne an der Front, wo er gespottet ist? Boom! Ich hab ihn einfach ge-one-shotted. Er war einfach Half-Life und ich habe ihn einfach weggeklippt. Hast du gut gemacht? Nee. Und wenn ich Eisbär, muss man auf meinen YouTube-Kanal gucken. Da habe ich von gestern schon 5 Stunden oder so. Also die 5 Stunden vergingen wie im Flug. Ich wusste, hat Spaß gemacht. Ich wusste es. Da habe ich schon eine Aufzeichnung hingeladen. Und den nächsten weggeklippt. Du alter Clipper. Ja, dabei fahre ich nicht mein Clipper-Fahrzeug. Ich habe ihn noch getroffen, nice. Nice Shot, nice Shot. Da kriegt er erstmal. Jetzt muss ich natürlich nachladen. Ja, ja, ich war leider auch noch im Nachladen, jetzt hab ich ihn gehabt. Na, kommt er nochmal raus? Naja, der will nicht mehr. Der hat die Faxen drücken. Aber der am X will einer. Ja, der hat. Jetzt bin ich gespottet. Die Arti an mich ran, gibt's ja gar nicht. Ne, der 50 TP war das. Ne, Loreen. Ach so. Loreen hat auch getroffen, ich dachte, du meinst halt mich. Ne, das wundert mich ein bisschen, wie die Arti bei mir rankommt. Hast du gut gemacht. Hast du zwar nicht, aber der andere denn. Doch, ich war's. Ich hab den weggeklickt. Als Rache. Eigentlich wollte ich den anderen da hinten haben, aber der hatte keinen Bock. Den C34 da. Und? Hat er jetzt Bock? C34 soll mal ein bisschen weiter rauskommen. Ich muss jetzt mal einen Meter zurück, ich habe hier wieder nah Reload. Jetzt ist der auch weg. Oh, kannst du auf den schießen? Ja, kritischer Schaden, aber ich bin gerade betäubt. Halte ich ein bisschen in Deckung. Natürlich kann man dann rausgefahren.
glaube, die pushen mich jetzt. Geplättet. Play safe, lass mich das machen. Mach nichts Riskyes, ja? Drei Hitpoints. Ich lade. Na, jetzt will er mich. Okay, I try my best. Naja. Ja, die muss auch direkt hier hinten irgendwie bei, was ist das, 5, K5 oder so stehen. Ich hab den Schuss richtig im Bogen fliegen sehen. Ja, natürlich. Die Arti war schon auf mich eingezielt. Wer es glaubt. Fucking Lorraine. Und wie sehen unsere anderen Mitspieler aus? Weißt du, ja, die kommen halt auch nicht rum. Nee, ich meine, sind da Tomatoes? Also realisieren die gar nicht, dass die meisten Gegner hier auf der anderen Seite sind? Der T25-2 ist ein Tomato. Okay. Und was schätzt du? Schaffen wir das noch zu gewinnen? Bei dem Hellcat weiß ich nicht. Der ist, sieht man nicht. Ah, an für sich sollten wir das noch schaffen. Das merkt mich, dass du tot bist. Siehste? Ja, da, los, klatsch die Lorraine weg, Alter. Ich stand direkt vor mir und ich hab die nicht hochgemacht. Gibt nee, gar nicht, ey. Die ist da jetzt erst hingefahren. R8C95, hallo, willkommen. Dafür, dass der Centurion noch ein Yellow Player war, hat er jetzt aber nicht geschaltet. Kennst du einen R8C95 aus dem Twitch-Chat? Los, Clippy weg, jawoll! Du, kennst du einen R8C95 aus dem Twitch-Chat? Yes, ja. Ich soll dir sagen, du bist ein Keck. Ja, das ist ein scheiß Druide. Seit wann höre ich auf Druiden? Okay. Das heißt R8, so, ne? Er hat's probiert vor. Das muss eine innige Freundschaft sein, wenn ich dich über den Stream grüßen soll. Ja, ich habe ihm den Link vorhin geschickt, habe ihm gesagt, er soll mal vorbeischauen. Okay. Ich trainiere den in LOL. Ja, WOT. Life is feudal. WOT ist doch auch fast LOL. Aber auch nur fast. Ja. Nur, dass LOL halt viel schneller ist. Aber das ist nicht so meins, da wirst du mich nie reinkriegen. Ist nicht, ja, Mann, das muss aber auch nicht. Jo, Eisbär, danke, dass du da warst. Viel Spaß noch und schönen Abend. Das seine, sag ich immer. Na klar. Ich beleidige die Leute ja auch nicht, die WoW oder LOL zocken. Ist halt nicht meins. Jeder muss das selber wissen. Nee, das gehört sich aus und nicht. Außer die Leute, die Dota spielen, die darf man euch beleidigen. Nee, ist nicht so meins. Also, weiß ich nicht. Ich habe mal eine Zeit lang Arch-Age gespielt, aber... Ich weiß ich nicht, das ist auch nicht so doll. Das habe ich auch mal ausprobiert, aber ach nee. Das ist, okay, das Game ist vorbei, ich gehe raus. Das ist irgendwie auch Cash-Grabbing gewesen, das Spiel Arc Age. Die meisten Vorteile nur gegen Echtgeld und so. Naja. Ich habe tatsächlich eine Alpha, wo es halt Alpha oder Beta oder so, wo es da war auf jeden Fall noch Klaus Beta war es, glaube ich. Da war das Spiel noch recht vielversprechend und dann wurde halt immer more pay to win. Mhm. Und das Problem ist halt, das hast du halt bei fast allen Free MMORPGs, ne? Ja. Das ist halt leider die Kacke.
By the way, Alter, du hast letztens eine krasse Runde von mir verpasst. Ich hab gespielt wie ein junger Gott. Die Gegner waren voll am Gewinnen und ich hab dann halt einfach nochmal richtig krass viel rausgerissen. Dann hinter war ich dann doch noch alleine, hab dann noch ein bisschen was gerissen und bin dann aber trotzdem gescheitert. Ja, du hättest mal meine Runde sehen sollen, wo ich 10 Mann auf der Uhr hatte. Das war eine Runde, da habe ich leider keinen Replay. Ich war halt einfach Last Survivor, hol die dann da noch alle weg und dann die letzten drei Panzer mit Lowlife. Und dann da war halt noch ein Half-Life TD und ich bin halt unlucky den perfekt vor die Schnauze gefahren. Der ist aufgeploppt, ich habe nach links geguckt und dachte mir nur so, oh no, das kriege ich nicht mehr gebremst oder hast du schon rumsen gehört. Hast schon mal die Medaille gekriegt, die man bekommt, wenn man mit der letzten Mumpel den letzten Gegner zerstört? Nee, du? Nee. Ein Kumpel, also ein ehemaliger Arbeitskollege, der hat die Medaille mal gekriegt. Habe ich in seinem Profil gesehen. Ich meine, so klar, Duelland, also zerstören sie mindestens 3 Gegner, die sie vorher beschädigt haben und sowas, ne? Das kriegt man hin. Aber ich weiß jetzt gar nicht, hieß das Auge um Auge oder so? Oder weiß ich nicht. Gibt ja auch noch Hand Gottes. Gibt ja auch als Medaille. Weiß aber nicht, was die Bedingungen sind dafür. Gibt schon coole Medaillen. Wo man besonderes Glück. Boom, 50 TP, einmal zum Mitnehmen, bitte. Alles klar, R8, C95, danke, dass du hier warst. Steht doch alles safe, ey. Nirgendwo kommst dran hier. Lol, ich hab einen EBR gespottet und er mich nicht. What the fuck? Guy, you have done your job. Wenn Standard B dich spottet und du ihn nicht. Pures Glück. Nur ein bisschen suboptimal hier. Ah, an den M103 könnte ich rankommen. Könnte ich aber auch bloß, komme ich natürlich nicht. Clip, clip, clip. Ich clip euch alle weg. Magst du dich vielleicht umdrehen hier bei A8? Da haben wir. Ich kann grad gar nichts. Wir haben nämlich bei A8 ein kleines Problem. Das eine Objekt alleine. Oh, komm, lade! T30! Oh, jetzt fährt er in Sicherheit. Hat. Ja, das ist das Problem der Neuner, die laden so ewig, ne? Das geht. Zumindest bei der Arti. Na! Ich wurde von der Arti gezogen. Na, dir gucke ich nicht zu. Arti zu gucken ist langweilig. Nee, guck mal jemand anders zu. Du siehst ja gar nicht, wo ich hinziele. Mhm.
Boah, die kommen jetzt gleich da durch. Oh. Die pushen ihn gleich. Ich kann auch nicht weiter darüber fahren, weil wenn die das Objekt jetzt tot machen, dann bin ich auch aufgeschmissen. Das Objekt ist da unsere letzte Bastion. Natürlich komme ich nicht ran und jetzt geht der 103 auf. Hm. Nimm, 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 nimm. Da ist ein WT, oh lecker. Komm mal, ziel ein. Der hat bestimmt nicht mitgekriegt, dass er gerade offen war. Die sind ja so gut. Die sind so gut gepanzert, die WTs. Ah, der hat auch gesessen. Was fetzt denn oh, also? Wenn wir jetzt nicht absolut scheiße bauen, würden wir das. Sollten auch wir. Auch wenn ich die Runde echt ein bisschen reingesackt habe. 7 zu 3 sollten wir eigentlich hinkriegen, ne? Typ schwer. Oh, gleich 8 zu 3. Tada. Whatever I say. Die verfickte Arti macht sie fertig. 9-3. Ist mein Schuss noch hängen geblieben. Der Drecks-Skoda hat genug Zeit zum Nachladen. Hm. 12 Sekunden. Aber kriegen wir wohl hin. 5 Sekunden. Lade. Komm schon, lade. Oh, jetzt hat der Skoda auch nachgeladen. Da haben wir ihn. Haha. Good job. 1200 Schaden für eine 9er Arti ist das nichts, ne? Der 5? Ja, einfach 5. Wir verstanden? Warum? Weil yes. Also, sich gerade jemand bei dir bedankt hat. Okay, ich habe ja keinen Chat du an. Du hast nämlich gerade jemanden das Leben gerettet. Was sagt man, wenn im BOT, wenn jemand einen das Leben, Leben rettet? Richtig, verstanden. Ja. Da sagt man zu allem verstanden, ne? Help me, verstanden. Wir haben gewonnen, verstanden. Ja, aber help me oder so, verstanden macht ja irgendwo Sinn, aber so, thank you, verstanden. Versucht die Arti ihn noch zu rammen. Und jetzt ist der ersoppen. Echt? Ich krieg ja total ein zu viel. Das ist ja wohl die Oberarti. Ja. Die noch ein Udes klein macht. Kurva Uni, please. Aber so schlimm oh, warst du gar nicht. Du hast zwei auf der Uhr. So schlimm war das doch gar nicht bei dir. Bist halt früh rausgegangen aus dem Spiel. Ja, mit zwei habe ich weggeklebt immer. Das Problem war halt, ich habe halt von hinten ordentlich welche in den Latz gekriegt und dann war ich halt schon ziemlich laut und dann war ich ein bisschen auf Greediness Tour. Okay, die Art hier haben wir fertig. Dann haben wir noch eine 8er. Kannst du aber auch einen 9er nehmen, ist mir egal. Nee, geht leider nicht, ich muss 8er. Ja? Ja, es geht nicht mehr, dass du irgendwie so 8, 9er oder 7er kannst. Echt? Du musst selbe Stufe fahren, ja. Richtig Bimbo. Aber das ist kein Problem. 8er habe ich nämlich mehr als genug. Da findet sich was. Allein schon, weil 8er immer für Events wichtig sind. Ja, es gibt ja auch viele 8er Premium-Tanks, die gut sind. Typ 59. Wir unter anderem Schleichwerbung der Progetto 46. Kaufen Sie ihn jetzt in den Wargaming Store.
Achso, der ist ja jetzt gerade gar nicht, den kann man gerade gar nicht kaufen. Ich habe hier noch Gold Tanks, das reicht mir. Der Löwe kam schon so viel Geld und T34. Nee, Löwe hab ich nicht. Ich glaube auch Legend nicht so gut mit dem Löwen, ne? Glaub zu viel. Obwohl das eigentlich nur ein besserer Tiger ist. Also wenn du irgendeinen Wall findest, hat nur deinen Turm rauskickt, dann ist der total geil. Das ist halt ein Tier, wenn man nur den Turm sieht. Außer man schießt mit HD. Ja gut. Dann pickerst du immer 30 runter. Vielleicht auch mal 40 oder 50. Unterschätzen, nee, HE-Damage-Werte sind höher wie AP. Ja, weiß ich ja. Also ich hab zum Beispiel einen Jagdpanzer, dessen Low-Tier-Kanone ist eine HE-Cannon. Die Mid-Tier-Cannon hat zwar eine höhere DPS, aber die HE geht halt trotzdem durch und drückt dir einfach 500er Kellen. S3 muss aber auch genau wissen, wo er steht, ey. Gibt er ja nicht. Komme ich einfach nicht ran. Port mal bitte den Scorpion G, wenn du kannst. Gapes oder wie der heißt? Wegen was? Unangemessenes Verhalten im Spiel. Der schubst mich hier die ganze Zeit durch die Gegend. Weil er nicht einverstanden damit ist, dass ich zuerst auf dieser Position war. Nicht ran, die wissen alle, wo sie stehen müssen. Sucht der Light hier rechts. Ich wollte gerade sagen, der nascht jetzt noch beide Jagdpanzer ab und ich bin der Nächste. Nee, nee, nee. Na, Glück gehabt. Kannst du mal ein bisschen in die City reinziehen, auf den IS-3.
So positiv. Ich picke ihn mit 162 ein bisschen runter. Ja, er ist gekettet. An den Standard B, da komme ich ran. 10 Sekunden. 30 andere gekettet, da könntest du mir super Punkte mitmachen nochmal. Da komme ich nicht mehr ran, der ist vorgefahren. Was ein Haus vor. Ja, das macht gerade schon jemand anders. Los, Standard B, fahr noch einen Meter vor. Dann krieg dich. Ah, da kann man aber gerade einen Stritz wagen. Die Su 101 weiß es schon wieder besser. Die gibt schon wieder Tipps, die keiner haben will. Fahrt mich jetzt fest. Nochmal 119 weniger. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Als ob der Stritzwagen. Na komm. Die Arti zielt hier durch die Häuserreihe durch und trifft jeden Schuss. Ist halt eine super Arti. Sekunden, komm schon! Ja! Was? Boing, Panzerung nicht durchschlagen! Am nächsten war er betäubt, dass ich den Betäubungspunkt gekriegt habe. Auf mich schießt halt die ganze Zeit hier und hier spottet ja auch kein Arsch. Ich bin gerade auf dem VK 100.01. Wieder ein bisschen betäubt. Oh, ich ziehe mal nach rechts. Da ist ein Heavy und auch noch ein Medium. Ich glaube, der Jagdpanzer könnte da langsam Hilfe gebrauchen. Zu 6. Oh, oh. Das sieht nicht so gut aus. Wir müssen bloß noch zwei Minuten durchhalten. Also, wir würden das anfangen, 2 Minuten. Das glaube ich nicht. Gegner liegt mit 2 Panzern. Na, wenn er jetzt mal endlich mal jemanden spotten würde, dann wäre das schon möglich. Der Stritzwagen, kriegst du den rein? Nee, ich bin gerade auf der rechten Seite, weil wir da verlieren. Wir kommen gerade rechts durch. Ach, verdammt. Okay, der ist tot. Please! Please! Ja, 6 Sekunden. Ich lade. Kette. Er zielt auf mich. Vorsicht, der VK, ne? Ja, aber der trifft mich hier gerade nicht. Ja, natürlich. 10 Sekunden, lass mich laden, Mann. Lass mich laden. Ich krieg den VK gleich. Ah, ich bin down. Hab bei der Suche nicht mehr die Kette geholt. Ich saß halt die ganze Zeit in der Patsche, ich konnte rechts nicht raus, ich konnte links nicht raus und keiner hat mir geholfen. Drei
23 Sekunden, wir sollten das hinkriegen. Ja, aber wir hätten das halt winnen können, legit. Das war halt kein Joke. Ja, wieder, guck jetzt mal an, wir haben mal wieder totale Anti-Mates. Der E75 schubst den T50 halt einfach in den Tod. Den E75 report ich auch, Alter. Gewonnen. Beschwerde. Unangemessenes Spiel. Ey, ich will den reporten. Kannst du nach dem Match noch machen. Oh, Scheiß. So, wo da? E75. Beschwerde. Unfaire Spielweise. Einfach weil er den 50 TP in den Tod geschubst hat. Wie so ein Hundesohn. Also Unterstützer. Ehrlich, ja, die war der Beste von den Punkten her. Also, es ist halt traurig, dass du weniger Angst vor deinen Gegnern haben musst, wie vor deinen eigenen Mates. Hm. Das ist halt legit wirklich traurig. So, dann hätten wir noch eine M50-53. Okay, fahren wir wieder Clipper. Clip den Gegner ins Visier und der Tag gehört dir. Ja! Super Conqueror, IS-7. Object 430U, hätte ich mal meine volllaute Klappe gehalten. Ja, ne? Gott, Alter, Christian, komm. Es ist lächerlich. Da fehlt ja jetzt eigentlich nur noch der Chieftain, dann wäre die komplette OP-Liste komplett. Mich stört das nicht. Ich schieße auch auf die. Aber du bist auch Artillerie. Ja, ziemlich. Ja, wäre halt nice, wenn du den IS-7 gut rausnehmen könntest, weil der ist auf Artillerie ziemlich anfällig. Wenn machbar, klipp den oder den Super Conqueror aus, please, ja? Oder Object 430U, den kannst du von mir auch noch rausklippen. Das, wenn du kannst, nimm die drei Ziele raus. Wenn du die drei Ziele rausgenommen kriegst als Arti, ich schwöre, wir gewinnen. Schwöre, Bruder. Verlass mich auf dich. Klipp sie weg, Bruder. Soll ich ein paar Magazinlader übergeben? Ist keiner auf dem Weg zum Berg? Ich ziehe ja schon auf den Berg. Ich habe voll eingezielt und keinen Mensch zu sehen. Natürlich, jetzt kommt andere Seite einer. Wie gesagt. IS-7, Super Conqueror oder Object 430U, wenn machbar. Im Normalfall schieße ich meistens immer also auf Heavies. Irgendwer ist auf jeden Fall schon mal auf dem Camp. Standard B. Da, IS-7 auf dem Berg. Da, wo der steht, kriegst du den weggeklippt. Safe. Sehr gut. 59 Hitpoints. Ja, war kein guter Treffer, aber egal. Klatsch den weg. Vor allem müsstest du den da eigentlich, da wo er jetzt gerade steht, ziemlich gut treffen können. Wenn sie ihm da mal ketten würden, dass er nicht wegkommt. Ja, ich hab's versucht. Ging aber close. Ich hab irgendwas Kritisches bei ihm zerstört, ich weiß noch nicht was. Irgendwas ist bei ihm Puddelwege. Aber nicht die Kette. Das ist immer so, wenn ich auf Kette ziele, treffe ich sie nicht. Brauche legit auch mal Scharfschütze. Einfach damit ich Kette immer treffe. Kriegst du den Super Conqueror auch rein? Nee. IS-7 ist wieder da. Er steht wieder hoch, mein Freund? Nee. 16 Sekunden noch Ladezeit. Ist okay. Hilf. Ich versuche den IS-7 zu kennen, wenn machbar. Das wäre total toll. 5 Sekunden noch. Gegen den Boden. Zu
200 Hitpoints. Naja, hätte besser sein können. Ja, besser als du. Besser als nichts. Ich komme nämlich durch den Panzer nicht mal durch. Aber der Superkonqueror zum Beispiel, der steht genau im toten Winkel vom Stein. Also da komme ich nicht ran. Egal, dann klippt er mir 7 mit. 13 Sekunden. Ich kann ja auch ansagen. Nee, das gibt nicht. Das ist eine verfluchte Kette, auch nicht treffe, ne? Vorher hat der Safe sowieso ein Repair-Tool. Ich meine, besteht ja auch immer die Chance, dass dadurch mein Arti-Treffer den Kette hat und dann von anderen noch beschossen wird, ne? Ja, aber nicht da, wo er steht gerade. Wir kommen halt alle nicht bei ihm durch. Er zeigt uns halt nur seinen Turm. Nee, unsere Leute sind ja schon rum. Siehst du das? Rechts? Mhm. Er kriegt gerade von der anderen Seite. Ist er selber überrascht. Oh, T10. Warte mal noch 2 Sekunden, mein Freund. So, ich werde jetzt auch in den Angriff übergehen. 502 Hitpoints. Oh, Super Conqueror komme ich auch an. 21 Sekunden Ladezeit. ...495 hat er gekriegt, haha. Boah, lasst ihr mich legit den Turm klimpen? Lol, die lassen mich den Hill klimpen. Ja, aber die rechte Seite wird gerade überrannt. Ja, aber wir haben Hill geklimpt. Wenn die jetzt nicht aufpassen, haben die gleich ein arges Problem. Okay, der E-Mail ist tippet. Du, mein werter Freund, kommst auf jeden Fall nicht vorbei. Schießt der Stritzwagen da unten nicht auf den Standard B? Das wundert mich ja alles ein bisschen. So viel kannst du gar nicht zerstören, Alter. Was hier alles rumfährt. Stritzwagen ist noch gekettet. Maxen, willkommen. Ja, ich habe daneben geschossen. 21 Sekunden. Das ist total suboptimal. Dann hat Bier auch kurz gekettet. Centurion AX schießt auf mich, okay. Muss echt nachladen. ...5:12, hier sind kaum noch welche da, die... Da ist ein 50 TP neben dir. Ramin, oder? Nee, doch nicht. Der Biram ist vielleicht nicht so gut. Da könnte es mal kurz Licht machen hier hinten, damit ich noch vielleicht einen Schuss rauskriege. Hier so auf F6 oder ja, auf den Cap. Ich komme mich da noch irgendwie ran. Da ist der Superkonkurrent schon und IS-7. Ich habe nur mal Verteidigungspunkte geholt. Verdammt. 2200 Schaden. Fuck, bin raus. Ich habe auch 2144 plus 501. Ach. Aber guck mal, wer am Ende noch steht. IS-7, Super Conqueror. Den einzigen, den wir geschafft haben, 430 U. Aber es war anstrengend gegen die scheiß Viecher, ne? Ja.
Also ich habe gerade richtig geschwitzt da auf dem Hill. Aber richtig, ich bin richtig am Öl. Nee. Du warst ja auch der Beste von Punkte her. Echt? Mhm. Vom Damage gibt's einen, der ist besser, aber von den Punkten her ist bis der Beste. Also somit unterscheidet. Zwei sogar, die sind besser vom Damage her. Mehrere sogar. Die aber du die hast, TDs, ne? Ja, du hast aber wahrscheinlich auch durch Kettentreffer oder sowas mehr Schaden ermöglicht als die. Und deswegen hast du mehr Punkte gekriegt, ne? Yes. Also nicht nur selber austeilen zählt, auch dem Team helfen zählt. Ja, Team helfen zählt sogar mehr. Das ist halt Teamspiel auch, ne? Yes. Also ich verlasse mich halt auch drauf, wenn ich halt kette oder so, dass du halt als Arti oder so, wenn machbar und wenn ich gerade nachlädst oder so, ja, du halt den gleich eine reinknallst. Das, damit tust du mir was Gutes und ich tu dir was Gutes. Ja. Ne, wo du dem eben Kette gezogen hattest und dann hat er sofort repariert. Ich habe den dann wieder losfahren sehen und dann habe ich natürlich Vorhalte gemacht, ein bisschen schieße und dann hast du ihm nochmal Kette gezogen und er bleibt wieder stehen. Ah, dann habe ich natürlich nicht getroffen. Ja, das wusste ich nicht, dass du den dann halt schießt. Ne? Nee. Wie ist Batman? Das kann man ja damit rechnen, wenn du jemanden das erste Mal Kette ziehst, der macht sofort Reparatur, ne, und fährt weiter. Genau, deswegen habe ich ihn gleich noch einen Versuch zu geben. Ja. Und hat auch geklappt, ja. Ich hatte beim ersten Mal, hatte ich erst ein bisschen Schiss, weil ich habe ihn Kette geschossen und der war halt so auf Fahrt, dass ich ihn durch den Kettenschuss fast perfekt zu mir gedreht habe. Ja. Aber er war dann halt, er hat die Kette repariert und war ein bisschen stupid und wollte halt schnell wieder geradeaus fahren, anstatt auf mich eingeimpft zu bleiben. Da habe ich halt Glück gehabt. Die Karte ist auch scheiße für der Arti. Mit dem 50 TP da oben habe ich auch Glück gehabt. Ich wollte ihn eigentlich rammen und dann hat irgendwie nicht funktioniert. Und da habe ich den halt wirklich free for all. Ich habe halt nicht mal Rechtsklick gedrückt oder so. Ich habe ihn halt einfach so No-Scope weggeklippt. Wirklich komplett No-Scope. Oh, da fährt eine FV. Der ist schon mal raus aus dem Spiel. Der Kinderwerfer oder wie man den auch immer nennt. Was? Achso, Gurb King. Mhm. Der ist schon mal raus aus dem Spiel. Spotting Damage hier. Ist auch schon mal ganz gut. So, selber nochmal ein bisschen austeilen. Na, es scheint ja eine easy Runde zu werden, wenn das so weiterläuft. Ja, noch würde ich nicht zu viel loben. Sieht gut aus, aber noch ist nichts gewonnen. Habe ich noch einen Schakal rausgenommen. Splatter Damage. Da unten steht noch ein Objekt. Hallo Objekt. Auch da komme ich ran. 10 Sekunden noch. Aber unser Mob ist da ja hinten auch schon durch. 3 Sekunden. Warte, ich werde gesehen. Oh nein, da kommt ein Leopard. Oh. Na toll. Richtig toll. Gewinnen wir und ich bin tot. Noch nichts gewonnen. Und er musste natürlich zweimal Premium-Munition auf mich schießen, weil er sonst nicht durchkommt, ne? Ja, ich weiß, also, das war jetzt Sarkasmus. Ja, ja, das war von mir auch Sarkasmus. Also.
Hoffentlich bezahlt er dafür richtig. Naja, bezahlt allein schon, weil er halt mit Gold auf eine Art schießt. Also. Aber es gibt halt Leute, so die juckt das halt nicht, ne? Mhm. Tschüss, Arti. Hab die Gegner Arti weggeknippt. Als Rache, okay? Mhm, okay. Und Kette. Und nochmal Kette. So Leute, jetzt müsst ihr aber auch Damage dealen. Los, macht Damage, genau, genau, ja, gib mir Spotting Damage, los, fein. Er rammt ihn und verliert 2 Hitpoints und der andere gar nichts. Ja, wäre der WZ mir nicht ins Schussfeld gefahren, hätte ich den sogar tatsächlich weggeklippt. Guck mal, 1913 Unterstützungsschaden, 1425, ne, kombiniert über 3000, da kann man sich doch mal schmecken lassen, oder? Mhm. Ich habe 550 und ermöglicht. Auch wenn ich nichts mehr abkriege. Oder Betäubungsschaden habe ich 2911 gemacht. Ja, ist ja Unterstützungsschaden. Sechs Sekunden. 4, 3. Gewonnen. Double Win. Gewonnen durch Cap und gewonnen durch Kill. Mhm. Eine Runde würde ich noch sagen, machen wir und dann ist gut. Gut, dürfte ich vor dieser Runde nochmal auf Toilette? Danke, wunderbar. Na klar, mach. What we can raffle. We do our crate. Das ging ja fix. Boah, heute Morgen oder heute Vormittag habe ich noch so richtig Hoffnung heute mit dem Wetter, ne? Und jetzt war schon wieder so scheiße warm. Mich pustet ein Lüfter von hinten an. Ja, das ist angenehm. Dann stell dich an. Bei mich pustet mich der Dachboden von oben an. Mit warmer Luft, ja. Nee, ich ziehe jetzt zum Ende Monats eigentlich aus, eigentlich wollte ich heute schon ein Wegziehen, aber es gab den Transporter, kommt jetzt erst Montag. Und mein Vermieter will hier alles irgendwie neu bauen und sowas alles, weil die neben mir wohnt und so, hat irgendwie spontan beschlossen, so hey, ich kaufe halt einfach die komplette Etage, ist mir egal. Und dann lasse ich mir halt einfach so ein riesiges Loft bauen. Kann man mal machen. Und der dann heute irgendwas schon auf dem Dachboden da rumgehackt und so, und dann auf einmal macht es einfach mal so Klatsch, Alter, und ich hab ein Loch in der Decke. Krass. Ich dachte so, Junge, ich bin noch nicht mal ganz ausgezogen. Könntest du wenigstens noch ein paar Tage fahren, bis du dir alles einreißt, Mann? Hast du Glück, kein großes Loch, Alter. Hey, eigene Wohnung kaufen ist das Beste, was du machen kannst heutzutage. Du hast doch keine Zinsen mehr auf dein Sparkonto und das ist doch das Beste, was du machen kannst. Ich glaube nicht, dass sie gekauft hat. Ich glaube, sonst wird er ja nichts machen müssen. Ich glaube, es ist immer noch gemietet.
Aber ich denke mal, die hat ihm wahrscheinlich so viel Kohle angeboten, aber dass ihm das egal ist. Wer weiß. Oder er hat andere Gründe. Ich meine, wenn man Kohle hat, meine ich jetzt, bevor man das irgendwo auf ein Bankkonto legt, wo man, weiß ich, hier 0,1% Zinsen kriegt, dann kannst du dir auch eine Wohnung kaufen davon oder so, die dann vielleicht sogar noch selber nutzt. Nee, ich krieg jetzt, ich ziehe jetzt erstmal in die alte Wohnung von dem Freund von meiner Mom, weil der da nicht mehr rein kann. Bis es ihm gesundheitlich wieder besser geht und so, weil wir da halt, Krebs bekommen. Und die haben sich schon aber ein Haus angeguckt und das wollten die schon holen. Kredit und so ist eigentlich ja schon durch. Und an diesem Haus ist eine Einliegerwohnung für zwei Leute. Mhm. Eine Einliegerwohnung krieg ich. Das ist auch nicht schlecht. Mit anderen Worten, dann habe ich mein Eigenheim. Ja. Ist zwar nicht wirklich meins, aber zumindest muss ich keine Miete zahlen und so. Und wie kommen die alle von rechts? Pushen halt aber ordentlich rein, ne? Wenn du kannst, STB1 rausnehmen. Ist ein Blue Player. Okay, kann ich machen. Und der hat einen insane hohen Score. Genau wie der M48 Patton. Es war noch kein Blue Player, aber Green Player mit 2167er WNA. Der Blue hat 2700, würde ich jetzt vergleichen. Klipp die beiden raus, wenn die machbar ist. Ja, spottet hier mal irgendwo überhaupt jemand? Ich schätze nicht. Okay, ich komme selber. Huckley Zanion, willkommen. Boah, zwei, komm schon. Lade. Zwischen den beiden Zwischenballern. Komm schon, zwei Sekunden. Boom. Eins zu vier, das werden wir doch verlieren, oder? Irgendwie. Zumindest der STB1 ist weg, aber jetzt hast du da ein Problem. Und ich automatisch auch, der ist fast in Sichtweite. Oh oh. Er ist fast in View-Range. Und ich lag noch 8 Sekunden. Ja, der kriegt jetzt aber gerade auf Schnauze. Sehr schön. Nicht nur von denen, auch von mir. Meine ja. Sehr schön ging an dich. Wenn wir wissen, wo der Tiger jetzt hin ist. Der Jagdtiger meinst. Yes, ich habe den fast rausgenommen. Und dann ist er zugegangen. Ich habe nochmal einen Blindshot reingesetzt, aber scheinen ihn wohl nicht getroffen zu haben. Oder zumindest kein HP. Also. Da. Und Schaden durch Aufklärung. Sehr schön. Ja, wo kommt der denn her? Ich werde heute noch zum richtigen Hilfe. Spotter kriegen. Was? Der da. Ah, okay. Wenn der hier hochfährt, dann hat er uns beide Artis gleich. Ah, okay. Livia Lucy, hello, welcome. Okay. Das sieht dann gut aus. Er ist bestimmt schon weggefahren, der Standard B, oder? Ja, klar. Sein Jagdtiger ist da weg, die komplette rechte Flanke ist weg. In der Stadt werden noch ein paar Verirrte sein. Der Standard B ist jetzt auch weg? Versunken. Der hat sich legit ersoffen.
Lol. Und vielleicht wollte er irgendwo. Oh, oh, oh. C57 Clipper. Kriegt er noch eine. Und gekettet. Ich hab ihn gerade. Die andere Arti. Typ schwer ist da auch noch. Er wundert sich, dass in der Stadt keiner ist. Hat schon die ganze Zeit gewartet. Ich versuche den zu ketten, wenn machbar, ja? Jo. Er versteckt sich hier hinterm Haus, die Sau. Den kritischen habe ich getroffen, aber ich weiß nicht, ob es die Kette war. Okay, der ist der letzte. Noch 300. Lol, wieso schießt du aufs Haus, du Idiot? Na, ob ich noch einen Schuss rausgedrückt kriege? Ja, ich hab noch 14 Sekunden. Könnte noch was werden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bam, nochmal 300. Hello, Kirkest. Und ich hab ihn. Amorek. GG. Nochmal einen schönen Amorek mitgegeben. Da ist ein kompletter Turm. Das war doch eine. Hast du gesehen, wie sein Turm weggefetzt ist? War doch eine gute Endrunde. Yes. Hat sich besser entwickelt, als ich angenommen hatte. Muss mal sehen, wenn ich morgen noch ein neues Spiel starte, vielleicht mache ich auch noch ein bisschen zum Abend World of Tanks, aber ich kann es nicht versprechen. Wenn, dann schreibe ich dir, ne? Ein neues Spiel starten? Oder? Naja, mal, ich habe zum Beispiel gestern und heute Deliver und the Moon gespielt. Das gab es im Angebot. Das ist so ein, ja, Singleplayer-Spiel, Sci-Fi. Da musst du halt irgendwie so ein Energieübertragungs-Array aktivieren und Rätselspiel so ein bisschen, also war nicht schlecht. Coole RTX-Grafik und so. Was bei uns halt, wie gesagt, momentan gespielt ist halt einfach Life is Feudal. Und Satisfactory ist wohl halt momentan. Das habe ich auch. Wieder recht im Incoming bei uns. Das habe ich auch. Ja, ansonsten würde ich sagen, das Spiel, ne? Danke fürs Zugfahren. Ich melde mich dann irgendwie nochmal. Gerne wieder. Ne? Und dann sehen wir uns. Schönen Abend noch. Ne? Ebenso. Tschüss. Tschüss. Okay, ja. Kirkest, no problem. Yesterday I was playing Deliver Us the Moon. A new game. And today I was playing this game too. Erik, thanks for the 10 D-Fuel. So, I only have I think 1 hour with World of Tanks, or 1 hour 30 minutes. No problem. When you are online in Discord, I write you when I play World of Tanks. But that's it for today. I start a skin, guess the number. And in the meantime, I close the predictions. 432, close prediction. That's a no, sadly. No, I stop the stream. I don't play World of Tanks today anymore. Sorry. Oh, yes, please. Close prediction. Maybe tomorrow. Close prediction. Yes. Xian Lin won. Skin pack. There, your skin pack. Fuino. Okay, good luck everyone. GG to the winners.
thanks for watching, thanks for the follows, thanks for all the donations. I'll be here tomorrow. Please stay in the chat. We wait somebody. And stay awesome.